Herzlichen Glückwunsch, ihr habt bisher alles richtig gemacht. Ihr habt auf Play geklickt bei diesem Video und das ist schon mal gut, denn ihr seid bereit, was zu lernen. Das ist nicht schlecht. Es geht heute um den Kalten Krieg, wie ihr dem Titel ja schon entnommen habt. Und das ist ein Thema, das sich wirklich Tausende gefühlt von euch gewünscht haben in den letzten Wochen. Anscheinend machen viele von euch das gerade in der Schule. Und deswegen dachte ich mir, jawohl, Kalter Krieg, das muss jetzt sein. Ich muss aber auch sagen, es ist ein Thema, zu dem könnte ich wahrscheinlich 300 Videos machen. Und wäre dann immer noch nicht fertig, denn es gibt tausende Unterthemen in Sachen Kalter Krieg, zu denen man jeweils auch wieder einzelne Videos machen könnte. Das ist so umfangreich, immerhin umfasst dieses Thema ja auch mehr als 4 Jahrzehnte. Da ist es natürlich ganz, ganz schwierig, nur 20 Minuten oder so damit zu füllen. Aber weil ihr ja alle keine Zeit habt und ihr kompakt informiert werden wollt, dachte ich, packe ich das jetzt alles in ein Video. Wer das Ganze noch vertiefen möchte, kann einfach in die Infobox gucken. Da gibt es noch viele spannende Links, mit denen ihr einige Themen nochmal so ein kleines bisschen vertiefend lernen könnt. Es ist auch so, dass ich mir die Lehrpläne angeguckt habe, vor allem Realschule, Gymnasium, und die Themen, die dort immer draufstehen in Sachen Kalter Krieg, die habe ich alle mit reingenommen. Natürlich musste ich kürzen, natürlich musste ich Sachen rauslassen, aber das Wesentliche erfahrt ihr jetzt hier in diesem Video eben zum Kalten Krieg. Der Kalte Krieg, ein Wort, das vermutlich so in den 1930er Jahren in Frankreich zum ersten Mal aufgetaucht wurde. Dann war es im Titel eines Buches und wurde dann so als Begriff verwendet für eine komplette Epoche und bezeichnet den Konflikt zwischen den USA und anderen westlichen Ländern auf der einen Seite und Russland und anderen östlichen Ländern auf der anderen Seite. Wegen der geografischen Lage spricht man auch alternativ von Ost-West-Konflikt. Also wer den Begriff Kalter Krieg nicht mag, kann auch gerne Ost-West-Konflikt sagen. Wenn ihr diesen Konflikt verstehen wollt, dann ist es auf jeden Fall gut, wenn ihr euch dieses Video von mir mal anguckt. Das Video zur Nachkriegszeit in Deutschland und zum Beginn des Kalten Krieges. Wenn ihr das nicht gesehen habt, ist es vielleicht ein bisschen schwierig mit den Grundlagen. Also schaut da mal rein, dann werdet ihr hoffentlich etwas schlauer. So, und jetzt machen wir direkt weiter. Wenn man das so will, dann hat der Kalte Krieg schon im Jahr 1917 angefangen. In diesem Jahr gab es in Russland nämlich eine große Revolution. Es gab im Prinzip sogar zwei Revolutionen. Ich habe euch dazu ja auch schon ein Video gemacht. Bei dieser Revolution wurde aus Russland ein kommunistischer Staat. Zumindest hat man immer gesagt, es ist ein kommunistischer Staat. In Wirklichkeit war es gar kein richtiger kommunistischer Staat. Bevor es jetzt noch verwirrender wird, sage ich euch erstmal, was Kommunismus überhaupt ist. Ganz grob gesagt, Kommunismus bedeutet, dass niemand in einem Land Produktionsmittel besitzt, also Maschinen, mit denen man irgendwas herstellen kann. Außerdem regieren alle über alle. Jeder hat quasi gleich viel Macht. Das ist so der Grundgedanke des Kommunismus. Allerdings ist das ganz, ganz schwierig, diesen Status zu erreichen. Deswegen hat man in Russland nach der Revolution 1917 gesagt, als Vorstufe zum Kommunismus kommt erstmal der Sozialismus. Im Sozialismus ist es schon noch nötig, dass es hier und da privaten Besitz gibt und es ist vor allem nötig, dass wenige Leute das Sagen über viele Leute haben. Und so wurde aus Russland innerhalb kürzester Zeit quasi eine Diktatur, die alles andere war als kommunistisch vom Gedanken her, sondern relativ ungerecht. Man durfte nicht seine freie Meinung sagen und man war relativ eingeengt. Das war also der Status quo. Russland war, Status quo heißt also der Stand der Dinge. Russland war zwar offiziell nicht kommunistisch, aber auf dem Papier war es ein kommunistischer Staat. Und kommunistische Staaten haben einen großen Feind, nämlich die, die nicht kommunistisch sind. Kapitalistische, demokratische Staaten. Das Problem ist aber, dass die ganzen westlichen Staaten alle kapitalistisch und demokratisch orientiert waren. Die USA, England, Frankreich, viele mehr. Und da hatte man schon mal ein Grundproblem, also Kommunismus versus Kapitalismus. Zuerst ging das mal relativ entspannt vonstatten. Die Russen haben sich zwar ausgebreitet, aber nur im Osten. Und im Westen war auch erstmal alles okay nach dem Ersten Weltkrieg. Aber dann kam der Zweite Weltkrieg und man musste gucken, wie arrangiert man sich. Man hatte einen gemeinsamen Feind, nämlich Deutschland. Also hat man sich zusammengetan und gesagt, egal ob ihr jetzt kommunistisch seid und egal ob ihr kapitalistisch seid, wir tun uns zusammen und beseitigen unseren gemeinsamen Feind. Aber das ist ja ähnlich wie wenn Eltern ein Kind haben und die Eltern können sich eigentlich überhaupt nicht mehr leiden und streiten sich die ganze Zeit nur noch und dann sagen, okay, wir bleiben jetzt einfach noch zusammen unseres Kindes wegen. Irgendwann ist das Kind aus dem Haus. Und dann stehen die Eltern da und sagen, okay, wir können uns nicht leiden, das Kind ist weg, lassen wir uns doch scheiden. Und so war es ungefähr auch mit dem Westen und mit dem Osten. Sie sind immer weiter auseinandergedriftet und die tiefe Kluft, die zwischen diesen beiden Mächten stand,
ist immer ersichtlicher geworden. Richtig klar wurde das dann, als 1947 der amerikanische Präsident Harry S. Truman eine Erklärung herausgegeben hat, in der es hieß, alle Länder, die sich bedroht fühlen und die drohen, unterdrückt zu werden von einem anderen Land, denen stehen wir zur Seite. Und das war indirekt eine, ja, nicht Kriegserklärung, aber schon eine böse Absichtserklärung gegen Russland. Denn Russland hat das tatsächlich mit einigen Ländern versucht, hat versucht, sie zu unterdrücken. Iran, Türkei zum Beispiel, da wollte Russland sehr viel Einfluss nehmen. Und deswegen hat man diese Erklärung von Truman auch als Erklärung gegen den Kommunismus verstanden. Diese Erklärung ging als sogenannte Truman-Doktrin in die Geschichte ein, als Doktrin quasi gegen den Kommunismus. Und das Ganze hat in dieser Zeit, also Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, auch tatsächlich zu einigen Kriegen geführt, die man Stellvertreterkriege nennt. Einfach deswegen, weil die USA und Russland da noch nicht direkt gegeneinander gekämpft haben, aber indirekt. Korea zum Beispiel, später, noch viele Jahre später, Vietnam. Das waren Länder, in denen eine der beiden Armeen zwar gekämpft hat, aber nicht offiziell gegen, also nicht offiziell Amerika gegen Russland, sondern in Korea zum Beispiel Nord gegen Südkorea, aber Südkorea unterstützt von Amerika, Nordkorea unterstützt von Russland. Nochmal zusammengefasst bis dahin. Das Grundproblem war eine Verschiedenheit der, man sagt, Ideologien, der politischen Ansichten. Auf der einen Seite gab es den Kommunismus in Russland, übrigens auch der Sowjetunion, wie man auch gesagt hat, und allen Ländern, die da in diesem Machtbereich der Sowjetunion standen. Und auf der anderen Seite die USA und der Westen, die eben kapitalistisch waren. Diese beiden Mächte haben sich vertragen, solange Krieg war. Als der Krieg vorbei war, ging das immer mehr auseinander. Hat sich dann gezeigt, unter anderem in der Teilung Deutschlands, habe ich euch ja in dem entsprechenden Video dazu auch erzählt, auch im Koreakrieg später und in der Truman-Doktrin, in der gesagt wurde, okay, wir helfen den Ländern, die sich von außen bedroht fühlen. Das alles war schon mal eine ziemlich schlechte Grundvoraussetzung für die nächsten Jahre und hat zu einigen massiven Konflikten geführt. Und da sind wir jetzt auch bei dem, was man Kalter Krieg nennt. Der Grundkonflikt Nummer 1 hatte mit dem sogenannten Wettrüsten zu tun. Nachdem Deutschland geteilt war, 1949, war es vor allem Sache der geografischen Lage, also wo man auf der Landkarte lag, zu welcher Seite man gehörte. Die westlichen Länder haben zur USA gehört, die östlichen Länder zwangsweise zur Sowjetunion. Und diese Blöcke, man hat auch vom Ostblock gesprochen, komischerweise nicht vom Westblock, aber immerhin vom Ostblock, diese Blöcke standen sich ja oft territorial, also von der Umgebung her, direkt gegenüber. Und man hat sich dadurch bedroht gefühlt. Also musste man möglichst viele Waffen installieren, um sich im Notfall verteidigen zu können. Gemacht wurde das vor allem mit Raketen, die man abschießen hätte können von bestimmten Positionen, die dann das gegnerische Lager getroffen haben. Es war auch so, dass die Sowjetunion ab 1949 offiziell Atombomben zünden konnte. Die USA konnten das ja schon vorher, hat man ja 1945 gesehen, bei den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki. Die Sowjetunion hat 1949 zum ersten Mal erfolgreich eine Atombombe getestet und ab da war klar, okay, die können das auch. Man hatte also jetzt zwei Supermächte, die sich mit Atomwaffen gegenüberstanden, was natürlich enorm gefährlich war, denn wenn die eine Macht mal losgeschossen hätte mit Atomraketen, hätte die andere reagiert und die halbe Welt wäre quasi weggeblasen gewesen. Das war eine große Angst, die man schon Anfang, Mitte der 50er Jahre hatte und die dafür gesorgt hat, dass ziemlich abstrakte Spots im Fernsehen gezeigt wurden, in Amerika zum Beispiel, wie man sich vor so Atombomben schützen kann. Hey Bert, come on out and meet all these nice people, please. Oh, all right, we really can't blame you. You see, Bert is a very, very careful fellow. When there's danger, this is the way he keeps from being hurt. Sometimes it even saves his life. That's why these children are practicing to duck and cover just as you do in your school. We all know the atomic bomb is very dangerous. Since it may be used against us, we must get ready for it, just as we are ready for many other dangers that are around us all the time. Das nur als ein Beispiel für das enorme Wettrüsten Atomwaffen auf beiden Seiten. Ein weiterer Punkt war die Raumfahrt. Man hat auch das Weltall immer mehr erkannt als Umgebung, die man für einen eventuellen Krieg nutzen kann. Zum einen für Spionage mit Satelliten, aber auch um zu zeigen, hey, wir sind technisch total weit vorne.
Da war quasi auch eine Art Wettlauf ums Weltall. Die Russen waren die Ersten, die einen Mensch ins Weltall geschickt hatten. Die Amerikaner waren die Ersten, die einen Menschen auf dem Mond hatten. Und so hat man sich auch da ständig überboten. Also es war immer so ein Kräftemessen, welches Land ist das Bessere, sowohl technisch als auch von den Waffen her. Was natürlich eine enorme Gefahr barg, weil wenn beide Länder, beide Mächte bis an die Zähne bewaffnet sind, dann ist das keine gute Ausgangssituation. Und diese Situation hat dann sogar fast zu einem Atomkrieg geführt. Und da sind wir auch schon beim nächsten Konflikt, nämlich Konflikt Nummer 2, der Kuba-Krise. Davon habt ihr ja vielleicht schon mal gehört. Womit hat das angefangen? Das hat damit angefangen, dass im Oktober 1962 amerikanische, US-amerikanische Aufklärungsflugzeuge auf der Insel Kuba russische Raketen entdeckt hatten. Das war natürlich eine unglaublich ungeheuerliche Sache, denn Kuba lag gerade mal 200 Kilometer von der amerikanischen Küste entfernt, von Florida. Und damit hätte die Sowjetunion ja von Kuba aus direkt Amerika angreifen können. Also eine totale Bedrohungslage. Kuba selbst hatte da in diesem Fall auch eine bestimmte Rolle gespielt. 1959 gab es eine Revolution. Die neuen Machthaber, die Amerikaner von der Insel vertrieben haben, die waren mehr oder weniger mit der Sowjetunion verbündet und haben es natürlich ohne weiteres zugelassen, dass die Raketen dort installiert werden. Wie haben die Amerikaner reagiert? Präsident damals war der sehr bekannte John F. Kennedy. Und John F. Kennedy hat nach langem Überlegen eine Sache durchgesetzt, nämlich eine sogenannte Seeblockade. Es hat bedeutet, dass kein Schiff die Insel Kuba anfahren durfte bis zu einem bestimmten Radius um diese Insel. Sollte das doch passieren, dann haben die Amerikaner das als Kriegserklärung gegen ihr Land aufgefasst und hätten quasi mit Waffen reagiert. Die Sowjetunion hat das erstmal ignoriert. Die haben gesagt, ach was soll's, wir fahren da trotzdem mit Schiffen hin. Und da hat die Welt für einen Moment wirklich den Atem angehalten. Als Schiffe aus der Sowjetunion auf Kuba zugefahren sind, immer näher, haben diese Blockade durchbrochen. Die Amerikaner haben noch nicht reagiert, haben gesagt, wir warten mal ab. Und wären sie weitergefahren, dann hätten die Amerikaner wahrscheinlich Atomwaffen gezündet. Aber in letzter Sekunde sind die Schiffe nochmal umgedreht. Es ist nichts passiert. Alle haben wieder aufgeatmet. Könnte man meinen, alles gut, Kuba-Krise vorbei. War aber gar nicht so, denn es gab erstmal noch weiter ein Hin und Her. Die Russen wollten ihre Raketen einfach nicht von der Insel abziehen. Und in dieser Situation haben Khrushchev, der damals russischer Präsident war, und John F. Kennedy das einzige Vernünftige getan, was man bei sowas machen kann. Sie haben zum Telefon gegriffen. Der sogenannte heiße Draht zwischen Washington und Moskau entstand und die beiden haben sich unterhalten, haben gesagt, hey, okay, wie können wir diese Situation bereinigen? Haben sich darauf geeinigt, dass die Russen ihre Raketen abziehen von Kuba und die Amerikaner haben dafür gesagt, okay, dafür ziehen wir Raketen aus der Türkei ab, davon hat sich nämlich Russland bedroht gefühlt und wir heben die Seeblockade wieder auf. Und damit war erstmal alles in Ordnung. Dieser heiße Draht ist weiterhin bestanden in den nächsten Jahren und bis in die 70er Jahre rein, also von 1962 bis in die 70er Jahre rein, gab es zum ersten Mal eine Entspannung. Die Leute haben sich miteinander unterhalten, es wurde sogar abgerüstet, Waffen verschrottet und es sah zuerst mal so aus, als wäre der Kalte Krieg, der bis dahin geherrscht hat, vorbei. Aber das war nur vorläufig so. Denn dann kam Konflikt Nummer 3. Konflikt Nummer 3 hat damit angefangen, dass die Russen Ende der 1970er Jahre gesagt haben, irgendwie sind unsere Waffen, die wir jetzt immer noch in Europa stationiert haben, unsere Raketen, sind nicht mehr modern. Die müssen wir modernisieren. Nachvollziehbar irgendwie. Das haben die Russen gemacht. Das Problem war nur, dass sich viele Länder dadurch bedroht gefühlt haben. Vor allem Deutschland. Der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt von der SPD hat deswegen darauf gedrängt, dass etwas getan wird. Kurz darauf hat die NATO, diese Verteidigungsgemeinschaft, beschlossen, okay, wir tun was. Es wurde der sogenannte NATO-Doppelbeschluss verabschiedet. Der sah vor, deswegen Doppelbeschluss, dass auf der einen Seite mit den Russen geredet wird und gesagt wird, wenn ihr euer Raketensystem abbaut und nicht weiter modernisiert, dann bauen wir auch Raketensysteme von uns ab. Sollte das aber zu keinem Ergebnis führen, dann wollte man selber ordentlich aufrüsten und noch mehr Raketensysteme installieren. Die Russen, das war das Problem, haben von diesem Doppelbeschluss mitbekommen. Die Russen haben gesagt, hier oben auf dieses Angebot gehen wir doch nicht ein und haben einfach weitergemacht, ihre Raketensysteme aufzubauen. Und damit hat wieder alles von vorn angefangen. Es wurde ordentlich aufgerüstet, überall wurden neue Waffen installiert, es war ein enormes Aufrüsten von da an wieder. Übrigens sind dagegen auch hunderttausende Menschen in Deutschland auf die Straße gegangen, haben dagegen protestiert, was nicht wirklich viel geholfen hat. Dieser NATO-Doppelbeschluss hat dafür gesorgt, dass es
wieder mehr Aufrüstung gehabt, mit der Entspannung war es damit vorbei. 1981 ist dann noch was passiert, was auch sehr bedeutend war. Ronald Reagan wurde in den USA Präsident. Ronald Reagan war ein ziemlich harter Hund und er hat gesagt, okay, wir beenden den Kalten Krieg jetzt und zwar, indem wir Russland pleite rüsten. Er wollte so lange aufrüsten, dass Russland irgendwann nicht mehr mitmachen kann und pleite geht. Und so blöd das heute klingt, das war die beste Entscheidung überhaupt. Denn Russland stand wirklich kurz vor der Staatspleite und konnte tatsächlich irgendwann nicht mehr wirklich aufrüsten. Und damit ging der Kalte Krieg auch zu Ende. Aber bevor wir zum Ende kommen, nochmal kurz eine Zusammenfassung bis dahin. Russland und die USA, zwei verfeindete Mächte, die sich gegenüberstanden und ordentlich aufgerüstet haben am Anfang. Das war die Krise Nummer 1. Beide hatten Atomwaffen. Diese Atomwaffen wären auch fast zum Einsatz gekommen bei Krise Nummer 2 in der sogenannten Kuba-Krise. Das Ganze hat sich dann entspannt, aber die Entspannung war vorbei bei Krise Nummer 3, NATO-Doppelbeschluss. Es gab wieder ein ordentliches Aufrüsten. Das Aufrüsten wurde dann beendet durch eine Staatspleite. Und dazu kommen wir jetzt. Über diesen Abschnitt könnte man auch hunderte Videos machen, denn das Ende des Kalten Krieges war nicht nur das Ende dieses Konflikts, sondern gleichzeitig auch das Ende der Sowjetunion. Einer unglaublichen Supermacht, die nicht nur aus Russland bestand, sondern wie gesagt auch aus vielen anderen Ländern. Ich mache es an dieser Stelle nur relativ kurz. Das Ganze hatte, ich habe es euch ja gerade schon erzählt, damit zu tun, dass Russland irgendwann nicht mehr konnte. So viel Geld ausgegeben hat fürs Rüsten, dass man irgendwann kein Geld mehr hatte, um noch weitere Waffen zu bezahlen, geschweige denn das, was man sonst so als Staat bezahlen muss. Dann kam es auch so, dass 1985 Michail Gorbatschow Präsident wurde in Russland. Und Michail Gorbatschow war jemand, der sehr weitsichtig war. Der hat gesagt, das geht so nicht, wir können nicht weiter Geld ausgeben, wir müssen abrüsten, wir haben keine andere Chance. Und wir müssen eine Wende in der Wirtschaft herbeiführen, dass es uns wieder besser geht, auf Russisch Perestroika. Und wir müssen eine Öffnung nach außen vollziehen, also wir können uns nicht mehr so abschotten, wir müssen einfach mit dem Westen zusammenarbeiten und das nennt man auf Russisch Glasnost. Perestroika und Glasnost, das sind so zwei zentrale Begriffe, die mit dem Ende des Kalten Krieges verbunden sind. Das Ganze wurde relativ schnell umgesetzt, aber hätte Gorbatschow damals gewusst, zu was das führt, hätte er es wahrscheinlich nicht ganz so schnell angegangen. Denn innerhalb kürzester Zeit sind ganz, ganz viele ehemalige sowjetische Staaten unabhängig geworden. Denn man hat ja gesagt, okay, wir halten euch nicht mehr an der kurzen Leine, ihr könnt erstmal machen, was ihr wollt. Und das ist dann wie ein Lauffeuer quasi rumgegangen, immer mehr Staaten unabhängig geworden. Und damit ist die Sowjetunion in sich zusammengefallen, hatte irgendwann gar keine Macht mehr. Und manifestiert bzw. gezeigt hat sich das Ganze vor allem in der Wiedervereinigung in Deutschland. 1989 der Mauerfall, 1990 dann die Wiedervereinigung. Keine Angst, da wird es noch ein Video zu geben, ich mache das jetzt nur an dieser Stelle so schnell. Und durch die Wiedervereinigung von Deutschland, den Fall der Mauer, wurde quasi auch der eiserne Vorhang gelüftet. Eiserner Vorhang hat man das genannt, was vorher zwischen dem Westen und dem Osten stand. Es gab da also keine Trennung mehr. Und 1990 wurde dann auch die sogenannte Charta von Paris verabschiedet, die alle ehemaligen Sowjetländer dazu verpflichtet hat, die Menschenrechte einzuhalten und die Demokratie einzuführen. Das war schon mal ein Punkt, der die Sowjetunion quasi abgeschafft hat. Und der zweite endgültige Punkt war 1991 die Auflösung des Warschauer Paktes. Damit gab es die Sowjetunion als Supermacht nicht mehr. Zusammengefasst nochmal bis hierhin. Russland konnte irgendwann nicht mehr mitrüsten, weil das Land pleite war. Gorbatschow kam an die Macht, wollte das Land öffnen, wollte eine Wende herbeiführen und im Endeffekt wurde damit nicht nur die Sowjetunion zerstört, sondern auch der Kalte Krieg beendet. Zum Schluss ist mir aber noch wichtig, eine Sache zu sagen. Das, was ich euch hier erzählt habe und das, was in euren Geschichtsbüchern steht und das, was wir in Dokus im Fernsehen sehen und so weiter und so fort, das ist die Sicht der Sieger. Wir sehen jetzt immer in Filmen und Dokus die bösen Russen, die guten Amerikaner. Dass das in der Realität überhaupt nicht so war, sondern dass beide ordentlich Dreck am Stecken hatten, das erklärt sich von selbst. Das ist mir noch wichtig, das am Schluss zu sagen. Ich habe euch dazu auch noch was verlinkt. Wen das interessiert, der kann sich das nochmal anschauen. Und ganz zum Schluss möchte ich euch noch einen Film empfehlen, den ich euch auch hier verlinkt habe, der sich mit dem Thema beschäftigt oder mit der Frage beschäftigt, was wäre denn gewesen, wenn es den Zusammenbruch der Sowjetunion nicht gegeben hätte. Der Film beantwortet die Frage auch schon direkt. Er heißt nämlich Der Dritte Weltkrieg. Super spannend, schaut ihn euch an, er ist schon viele Jahre alt, aber er ist wirklich gut, gibt es hier bei YouTube
Ja, schaut da mal rein. Ich hoffe, ihr findet ihn genauso spannend wie ich. Ich hoffe, ihr fandet das jetzt alles einigermaßen verständlich. Wenn nicht, ich weiß, es ist ein Riesenthema, schwierig, komplex, dann schreibt mir einfach gerne einen Kommentar oder schreibt mir eine Mail, dann beantworte ich euch eure Fragen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und